Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shantae Risky's Revenge. Beim letzten Mal sind wir hier in Scuttletown ein bisschen rumgelaufen, waren bei der Schatzsucherausstellung, haben Risky Boots eine Lampe stehlen sehen, in der wohl irgendwas Böses versteckt sein soll, und haben uns dann von ihr besiegen lassen, nachdem wir ihr Schiff kaputt gemacht haben, immerhin. Und dann hat uns der Bürgermeister gefeuert, wir sind nicht mehr der Wächter-Genie und alles ist irgendwie ein bisschen dämlich. Deswegen versuchen wir jetzt Risky Boots aufzuhalten, wie schon im ersten Teil. Aber bevor wir das wirklich machen, würde ich sagen, erkunden wir mal die Stadt noch ein bisschen weiter. Damit haben wir beim letzten Mal ja schon angefangen. Aber wir haben noch ein paar Leute, mit denen wir reden können und ein paar Orte, die wir anschauen können. Hast du die anderen Fischer in dieser Stadt gesehen? Das nenne ich mal fett. Mhm, genau. Guck dich mal an. Okay, ja, wir gehen mal hier rein. Denn hier wartet ein alter Bekannter auf uns, nämlich der gute Bolo. Hi. Versuch mal, deine alte Freundin Rotty Tops zu besuchen. Du kannst sie beim Zombie-Wagen finden, indem du östlich der Stadt, indem du vom Stadttor aus nach Osten gehst. Es ist einfach nur einfach geradeaus durch das Feld und den Wald. Ja. Ja, die Zombie-Karawane gibt's leider nicht mehr, so wie im ersten Teil noch. Stattdessen halt nur noch den einen Zombie-Wagen mit Rotty Tops, aber ich finde das jetzt auch nicht so schlimm. Denn da wissen wir wenigstens immer, wo wir sie finden können und müssen sie nicht suchen, irgendwann während der Nacht. Ach, ich liebe es zu laufen. Ich könnte natürlich immer gehen, aber dann müsste ich meinen Angriffsknopf die ganze Zeit drücken. Was auch immer das bedeuten soll. Die Kinder von heute. Nein, 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 nein. So, hier war der Speichertyp drin, oder? Jawohl. Nein, und da möchten wir nicht nochmal rein. Denn wir wollen uns ja hier ein bisschen umschauen. Hallo. Du hast deine Bauchtanz-Kurse geschwänzt. Keine Wunder, dass du dich nicht mehr daran erinnerst, wie die Transformationstänze funktionieren. Wenn du dich ein bisschen eingerostet fühlst, dann halt doch einfach mal den Tanzknopf, um ein bisschen das Tanzen zu üben. Ja. Schick, ne? Hatte ich aber, glaube ich, auch schon gezeigt. Ich bin berühmt für meine magische Marmelade oder mein magisches Gelee. Ich nenne es Gelee, das ist cooler. Es lässt sich streichen wie ein Traum und es schmeckt wie ein Stück des Himmels. Ha. Leider ein bisschen schade, dass die Monster meinen letzten Vorrat geklaut haben. Wenn du ein bisschen magisches Gelee findest, dann gib's nicht einfach weg. Tausch es für irgendwas Wertvolles. Ja, das werden wir uns mal merken. Verlass die Stadt nicht ohne eine Landkarte von Sequinland. Die zeigt dir alle Speicherräume und so ein Zeug halt. Und du kriegst eine im Laden für ziemlich wenig Geld. Das klingt doch schon mal gut. Ich habe gehört, die Zombies parken ihren Wagen in the Tangle. Achso, im Tanglewald. Hm, Tangle Forest. Wie übersetzt man das denn? Tangle Forest. Also Tangle, also Entangle kenne ich. Das ist halt, wenn man irgendwo sich drin verheddert hat und so. Naja, egal. Ich nenne es einfach Tangle Forest. Einfach darüber zu denken, sorgt dafür, dass ich überall Gänsehaut kriege. Ich guck mal hier und da und da. Ja. So, hatten wir hinten? Nee, da hinten war nichts mehr. Alles klar. Dann wollen wir mal hier reingehen. Und schauen mal, was hier drin ist. Ah, Sky und Wrench. Hallo. Wenn du nicht sicher bist, was du tun sollst, oder was du als nächstes tun sollst, dann komm entweder zu mir, zu Bolo oder zu Onkel Mimic. Du kannst uns alle drei hier in Scuttletown finden. Hab keine Angst, uns um Hilfe zu fragen ab jetzt. Okay, werde ich mir merken. Irgendwer meinte übrigens, dass, ich glaube der Krindig war es, dass sie alle am Tanzen sind. Wirklich alle. Und wenn man sich die Charaktere mal anguckt, die ganzen Sprites, ja, das scheint tatsächlich zu stimmen. Das ist ziemlich cool. Ah, ich mag dieses Spiel einfach, es ist super. So, wen haben wir denn hier? Verlass die Stadt nicht, ohne irgendwelche Magie aus diesem Laden zu kaufen.
Ich würde mit dem Feuerball anfangen, wenn ich du wäre. Das ist perfekt für Angriffe auf weite Entfernung. Und manche Gegner wird es entzünden. Ja, das stimmt tatsächlich. Das hilft gegen manche Gegner wirklich sehr. Aber das werden wir noch sehen. Verlass die Stadt nicht ohne Magie von einem Shop zu kaufen. Ja, du bist der dritte Mann, der mir das sagt. Vielen Dank. Ich würde dir vorschlagen, dass du mit Pikeballs anfängst, also mit so Stachelkugeln. Es ist die perfekte orbitale Verteidigungswaffe. du musst dir mehr Accessoires holen. Hol dir ein bisschen seidene Creme für dein Haar. Es gibt deinem Haar volles Volumen und repariert die Enden. Ja, ich meine, wenn wir mit unserem Haar hier angreifen, dann ist das auf Dauer nicht ganz so gut. Das Haar geht ziemlich kaputt, deswegen sollten wir schon ein bisschen an die Haarpflege denken. Ich denke mal, unser Haar wird es uns danken. Hast du den Laden besucht? Nein, noch nicht. Du bist der Vierte, der mich darauf hinweist. Ich bin aus weit entfernten Ländern hierher gereist, um den Laden mal anzugucken. Aber als ich hier angekommen bin, hatte ich keine Geld mehr übrig, um irgendwas zu kaufen. Also laufe ich jetzt einfach nur ziellos auf seinem Dach herum. Na, tolle Story. Ich bin 4. Tja. Oh, cool. Achievement unlocked. Jacke die Jack. Ich vermute dafür, dass ich mit allen Leuten hier geredet habe. Toll. Und ich wollte mich gerade fragen, wie alt Chantae eigentlich ist. Wir werden es vermutlich nie herausfinden. Ja, das ist der Laden. Sehr schick hier, auch mit der riesen Fischgräte, die da oben an der Decke hängt. Was hat er denn Schönes anzubieten? Willkommen im Itemshop. So, was haben wir denn hier Schönes? Magic Potion, also ein Magietrank, um Lebensenergie wiederherzustellen. Dann können wir auch 3 davon gleichzeitig kaufen für einen kleinen Rabatt. Dann einen magischen Trank. Ein verzauberter Trank, der unser Magiemeter wieder auffüllt. Und das können wir natürlich auch im vergünstigten Dreierpack kaufen. Und da haben wir die Magie im Spiel. Wir haben einmal Feuerbälle, wir haben die Stachelkugeln und wir haben die Stormpuffs, also diese kleinen Donnerwolken. Und falls ihr euch noch an Chantae 1 erinnert, falls ihr es selber gespielt habt oder mein Display dazu geguckt habt, dann erinnert ihr euch vielleicht noch, dass das 3 von den Items sind, die wir irgendwo in den Läden kaufen konnten, die wir allerdings nur in begrenzter Anzahl kaufen konnten, ja. Was ist das? Ja, das sind besondere Gegenstände. Man sieht, da unten steht nicht nur eine Zahl, sondern daneben ist auch so ein Glas. Und das ist eben dieses magische Gelee, das wir finden können. Das heißt zum Beispiel, um diese seidene Creme zu kaufen, brauchen wir tatsächlich 3 von den magischen Gelees, um die hier eben auszugeben. Tja. Na gut, was haben wir denn an Geld? Wir haben 43. Es reicht nicht für wirklich viel. Ich würde sagen, wir kaufen uns erstmal die Karte. Und das war's dann auch. So, wo kann ich die denn jetzt... Da kann ich sie aufrufen. Jawohl, das ist die Karte, an die ich mich erinnere. Genau, so sieht das Ganze aus. Ein bisschen anders als im ersten Chantae. Also man sieht schon, man kann nicht mehr einmal komplett um die Welt rumlaufen und landet dann wieder da, wo man ist. Stattdessen ist es halt alles ein bisschen anders aufgebaut. Wir sehen auch, es gibt nur noch eine große Stadt, und zwar Scuttletown. Und was es mit den anderen Symbolen auf sich hat, das werden wir später erfahren. Wir sind jetzt gerade in diesem mittleren Gebiet. Diese Stadt mit den 2 roten Türmchen da, wo die beiden türkisen gestrichelten Linien reingehen. Da sind wir gerade. Man sieht dann oben ist halt auch ein Leuchtturm. Oder ist unser Leuchtturm, der wird dann dargestellt durch den einen kleinen Turm, der etwas abseits steht. Und naja... Die Welt ist relativ... Naja, eigentlich ist sie gar nicht mehr so groß. Aber es ist egal, wir werden sie komplett erforschen. Das verspreche ich euch. So, dann haben wir noch einen weiteren Raum offen. Und ich bin mal gespannt, wie der in der Steam-Version umgesetzt wurde. Ob der überhaupt irgendeinen Nutzen hat. Willkommen zum Importraum. Wir haben hier früher mal alle möglichen Besonderheiten aus Ländern... weit entfernt geführt, aber seitdem diese Piraten aufgetaucht sind, haben unsere Lieferungen aufgehört. Ja, wenn wir nur irgendwas dagegen tun könnten. Tja, ja, das ist der Import Room.
In der DSi-Version des Spiels war es so, dass wenn man auf seinem DSi oder 3DS, das funktioniert das ja auch, da kann man ja auch DSi-Titel kaufen und spielen, wenn man dann einen anderen Titel von WayForward hatte, zum Beispiel sowas wie Mighty Switch Force, falls das einer von euch kennt, dann konnte man hier in dem Raum besondere Items freischalten. Habe ich nie gemacht, weil ich die anderen WayForward-Titel nicht habe. Ich habe halt auch nur Shantae Risky's Revenge gespielt. Deswegen kann ich auch nicht genau sagen, was das für Items sind. Das sollte ich vielleicht mal rausfinden, dann kann ich euch das nächste Mal sagen. Aber das war auf jeden Fall, glaube ich, nicht. Oder das war auf jeden Fall nichts, was man unbedingt fürs Spiel braucht. Das waren halt nur irgendwelche coolen Sachen. Ich vermute mal irgendwelche Outfits oder so. Naja, werde ich mich mal informieren und euch mehr darüber Bescheid sagen. So, damit haben wir die Stadt komplett erforscht. Und wenn wir mal auf die Karte gucken, wenn wir mal auf die Karte gucken, sagte ich. Ja, also da oben beim Leuchtturm kommen wir nicht weiter. Und nach rechts kommen wir auch nicht weiter, denn da steht der Golem im Weg. Also bleibt uns eigentlich nur noch der einzige Weg, zum Stadttor zu gehen, was hier ist. Oh, hey. Hast du den alten Mann besucht? Na, ich schätze, ich kann dich dann durchlassen. Ja, wenn wir noch nicht beim Speichermann gewesen oder beim Speichertypen, dann hätte der uns noch nicht durchgelassen. Monster sind immer noch außerhalb der Stadt unterwegs. Sei vorsichtig da draußen. Ja. Aber, also wir können jetzt hier nach Westen gehen oder nach Osten. Da uns aber empfohlen wurde, dass wir mal zu Rotty Tops gehen sollen, die im Osten von der Stadt sein soll, werden wir erstmal nach Osten gehen. Pass gut auf deinen Herzmeter auf. Sobald du keine Herzen mehr hast, ist es Game Over für dich. Wenn du irgendeine wichtige Entdeckung machst, dann geh sicher, dass du einen Speicherraum danach besuchst. Tja, Start-Tutorial-Sachen halt. Ich find's übrigens cool, dass man die anderen NPCs auch im Hintergrund noch sehen kann, wie sie da auf den Dächern rumlaufen und so. Links der Stadt sind die Kürbisfelder. Hier rechts von der Stadt ist das Lilac Field. Ich glaube, Lilacs sind irgendwelche Blumen. Ich bin mir nicht sicher. Versucht dich nicht zu verlaufen. Ja, ja, das schaffen wir schon. Ja, genau, das dürften diese Blumen da sein, glaube ich. Wobei, da ist ja viel mehr Mais. Und die Musik ist cool. Ja, es ist ein kleiner Remix von einem ursprünglich aus dem ersten Shantae stammenden Stück. Und da kommen wir noch nicht hoch. Na toll. Dabei ist das so eine schöne Kiste. Und ich lasse mich viel zu oft treffen. Aber ihr seht schon, die machen gar nicht mal so viel Schaden. Wir haben gerade mal ein halbes Herz verloren. Also das Spiel ist wesentlich einfacher zu spielen als das erste Shantae noch. Also, was nicht bedeutet, dass es weniger cool ist. Das definitiv nicht. Na schade, hier komme ich auch nicht rüber auf zu der Kiste. Und ich bin vollkommen eingerostet, was das Kämpfen anbelangt. Egal. Man sieht halt auch, die Gegner spawnen hier unendlich. Wir können also nicht alle Gegner in einem Level einfach clearen. Da kommen immer wieder neue nach. Aber das ist ganz praktisch, um uns so ein bisschen die Juwelen aufzufüllen. Damit wir uns dann im Shop ein paar coole Sachen kaufen können. Eben zum Beispiel die Magiesorten. Wäre ganz praktisch, da welche von zu haben. Willkommen, Fremder. Ich bin etwas, das man ein Warp, eine Warp-Säule nennt. Es ist meine Arbeit, Leute von einem Ort zum anderen zu teleportieren. Ich würde ja gerne helfen, aber solange meine anderen Warp-Brüder nicht noch schlafen und nicht aufgeweckt wurden, kann ich nichts tun. Tut mir leid. Ja, genau. Im ersten Teil Im ersten Teil erinnert euch vielleicht noch daran, dass wir in den Dungeons Warp-Squids finden konnten. Eben genau so ein Ding, was hier oben drauf sitzt, bloß ein bisschen kleiner. Und wenn wir viel davon gesammelt hatten, konnten wir uns damit in einer Stadt einen Teleport-Zauber freischalten, wo wir halt jederzeit immer uns hinteleportieren konnten. Hier ist das ein bisschen anders. Gucken wir eben auf die Karte. Das ist noch ein bisschen mit den Knöpfen verwirrend. Ihr seht da, wir haben verschiedene Säulen, also diese Is, würde ich mal sagen, mit den rosa Punkten drauf. Und wir können uns von einer Säule zur anderen teleportieren. Es ist hier ein bisschen anders. In der DSi-Version war es noch so, dass immer zwei Säulen genau miteinander verbunden waren.
Man sieht, wir haben insgesamt 6 Säulen, das heißt, es gab insgesamt 3 Teleportwege. Hier ist es aber, soweit ich weiß, so, dass man sich jetzt von jeder Säule zu jeder Säule teleportieren kann, was ich gar nicht mal so dumm finde. Ja, allerdings müssen wir erst da gewesen sein, um den Teleporter nutzen zu können. Was haben wir denn hier? Eine kleine Höhle. Da klettern wir doch mal rein. Und das ist ein Schatz, an dem wir auch nicht drankommen. Na super. Müssen wir uns mal merken. Schauen wir mal, was uns sonst noch erwartet. Mehr Vogelscheuchen. Yay. Aber die geben gut Gold. Naja, Gold, Juwelen, Rubine, wie auch immer, Geldmünzen, Herzen, ja. Herzen sind auch manchmal Währung. Ich meine, guckt euch Castlevania 2 an. Da sind Herzen tatsächlich nicht dazu da, um die Lebensenergie wiederherzustellen, sondern damit kann man sich irgendwelche Items kaufen. Stellt euch das mal vor, so, ihr geht in so einen Laden rein und seht dann, ach ja, eine tolle Peitsche, neue, die wir haben, die du haben willst, die ihr haben wollt, wie auch immer. Und dann holt ihr halt eure Kiste raus und packt einfach mal 100 Herzen auf den Tisch, so schön blutig noch. Und, wir sind im Tangle Forest. Und dann tauscht ihr einfach mal diese Herzen gegen eine neue Peitsche ein. Klingt doch ganz normal. Haha. Oder auch nicht. Ach, ich finde einfach die Sprites hier in diesem Spiel auch ziemlich cool. Sieht einfach sehr, sehr schön aus. Das klingt nicht gut. Was haben wir denn hier? Eine Schatztruhe. Mit Edelsteinen drin. Und na toll. Da komme ich noch nicht rein. Hä? Es gibt keinen Weg, diese Tür aufzuschließen. Sollten wir uns vielleicht auch mal merken. Na gut. Kommen wir momentan noch nicht weiter. Dann gehen wir einfach mal wieder nach draußen. Wir haben ja hier Sprungplattformen, um in den Hintergrund zu kommen. Und wenn wir uns auch mal nochmal die Karte angucken, sehen wir, da gibt es viele, viele Ebenen, bis wir hinten sind. Ich muss sagen, die Karte vereinfacht das Ganze ein bisschen. Hätten wir in Chantae 1 eine Karte gehabt, wären wir vermutlich auch ein bisschen besser zurechtgekommen. Beziehungsweise wäre ich wahrscheinlich ein bisschen besser zurechtgekommen. Ich habe es mittlerweile schon wieder nochmal durchgespielt, tatsächlich. Und ich spiele es gerade sogar zum dritten Mal nochmal durch und es... Jetzt, wo ich weiß, was ich tun muss und worauf ich achten muss, ist das Spiel einfach um Welten besser. Ich komme halt viel besser damit klar. Okay, hier kommen wir auch noch nicht hoch. Ich komme halt um Welten besser damit klar und es macht tatsächlich auch Spaß, wenn man weiß, was man tun muss, wo man hin muss, worauf man achten muss. Und ein bisschen wünsche ich mir da schon, oder hätte ich mir gewünscht, dass ich dann doch das Spiel schon gekannt hätte, bevor ich das Let's Play dazu gemacht hätte. Weil ich finde, mein Let's Play... Zum ersten Teil ist dem nicht so richtig gerecht geworden. Aber naja, kann man nichts machen. Passiert ist passiert. Dafür kann ich jetzt natürlich von Risky's Revenge ein umso besseres Let's Play davon machen, da ich den ersten Teil kenne und den zweiten auch schon. Ja, ein Stein, da kommen wir auch nicht durch, da kommen wir auch nicht hoch. Mann, so viele tolle Orte und Objekte und Schatztruhen und hast du nicht gesehen? Wir können sie alle nicht erreichen. Naja, aber bald werden wir sie erreichen können. Wir müssen einfach ein bisschen uns gedulden und im Spiel fortschreiten. Dann schaffen wir das schon. Vor allem muss ich auf meine Lebensenergie achten. Moment, hier kam ich doch... Genau, hier kam ein bisschen Abgrund, über den man nicht rüberkommt. In den wir übrigens nicht runterfallen sollten, was durch diese aufsteigende Totenschädel gezeigt wird. Was halt ganz cool ist. Dadurch können wir sicher gehen, dass da unten nicht irgendwas versteckt ist. Eben, weil uns das Spiel schon sagt, nein. Böse, nicht runterspringen. Rottytops! Hi, na, wie geht's dir? Schöner Tanz? Oh Gott, das kann ich nicht übersetzen. Hey, Snackcakes. Was geht ab? Du schuldest mir immer noch ein Gehirn, weißt du? Ach, hör auf, Rottytops. Du hast gerade meine Brüder verpasst. Wir haben eine Wagentour gemacht, um mal die lokale Küche zu probieren. Hier. Du musst einfach was davon probieren. Ein Hühnchen? Das ist doch jemandes Haustier. Bring es da ein zurück, wo du es gefunden hast. Ach komm schon. Just a Scout's Taste. Keine Ahnung, wie ich das übersetzen müsste. Ach, vergiss es. Ich bringe das Hühnchen selber zurück.
Ach, sieh mal, Rotti, ich brauche deine Hilfe. Hast du schon mal etwas von einem magischen Siegel gehört? Nicht, dass ich wüsste. Ich werde mal das Netz checken. Ih, was ist das denn? Ah, es ist meine Chit-Chat-Spinne. Zombies benutzen sie, um über lange Distanzen zu kommunizieren, über Netzvibrationen. Im Ernst, du solltest dir unser Netzwerk mal anschauen. Es ist so, it's like weltweit. Ich werde einfach mal eine Nachricht rausschicken und ein anderer Zombie wird mir antworten. Und zwar in keiner Zeit, wie auch in kurzer Zeit. Übersetzen wir es einfach so, genau. Keiner meiner Freunde hat irgendetwas von einem magischen Siegel gehört. Ah, tut mir leid, Chica. Kannst du Risky Boots damit orten? Ja, klar. Schau her. Sie wurde heute in Scuttletown gesichtet. Ich war da. Das war gerade heute Morgen. Danach ist sie die Küste hochgereist. Sie sucht nach den drei Baronen von Sequinland. Ew, das Ding ist voller Bugs. Das Ding ist jetzt voller Bugs. Ach, ich finde das einfach schön, diesen Humor, dass sie das weltweite Netz haben, was einfach dieses Spinnennetz ist und dann auch Bugs drin sind, was einfach... Ach, das ist cool. Die Barone von Sequinland, wer sind sie? Stehlende Banditen, die sich selbst als Artefaktsammler ausgeben. Sie sammeln hauptsächlich alte magische Dinge und so. Ah, jetzt habe ich einen Wurm. Artefaktsammler. Risky denkt, einer von denen hat ein magisches Siegel. Der Tintenfischbaron, der Munitions, also der Squid Baron, der Ammo Baron und der Hypno Baron. Laut dem hier lebt der Squid Baron hier in diesem Wald. Wenn du daran denkst, bei seinem Palast vorbeizuschauen, solltest du lieber aufpassen. Ich werde meine Suche mit dem Squid Baron starten. Vielen Dank, Rotti. Ja, das Netz ist schon eine coole Erfindung. Sehr, sehr geil. Der Squid Baron lebt irgendwo hier in diesem Wald. Fang mit ihm an. Ja, machen wir das doch. Vielen Dank für die Hilfe. Dann gucken wir uns mal wieder weiter hier um. Das hat sich doch gelohnt. Aua. Na, ich brauche mal so langsam wieder ein Herz. Magst du mir ein Herz fallen lassen? Komm, du siehst doch aus, als würdest du mir ein Herz fallen lassen, oder? Na gut. Edelsteine nehme ich auch. Besser als nichts. Gehen wir mal weiter in den Hintergrund. Gucken uns an, was wir hier so finden. Einen Warp. Ein Warp. Eine Warp-Statue. Hä? Was ist das? Ist es bereits morgen? Ja. Ah, alles klar. Zeit anzufangen. Warp-Squids sind am Arbeiten. So, jetzt kann ich den nutzen. Und dann kann ich mir aussuchen, wo ich hin möchte. Da rechts sieht man es. Wir haben eine ganze Auswahl an Teleportern. Es sind sogar mehr als 6 tatsächlich. Ich weiß zwar nicht, wo die hier alle hinführen, aber egal. Und wir können jetzt einfach sagen, Lilac Fields. Aber das werde ich jetzt noch nicht machen. Das werden wir später machen. Auf jeden Fall können wir uns damit schön teleportieren. Und als Abkürzung nutzen. So, wir werden das bestimmt später nochmal machen. Deswegen verpasst ihr nichts, wenn ich das jetzt nicht zeige. Also, alles gut. So. Ja, da möchte ich gleich hoch. Aber erstmal gehen wir hier lang. Und ich fürchte, ja, da kommen wir auch noch nicht weiter. Ach ja. Aber immerhin kommen wir hier noch weiter. Sobald wir diesen Dämonen hier besiegt haben. Und einmal rübergesprungen sind. Ja, das ist wieder so ein Golem, da kommen wir auch noch nicht vorbei. Bläh, mich nicht kaputt machen. Ja, wir können auch nicht drüber springen oder so. Genau so einer steht ja auch in Scuttletown.
So. So langsam könnte der Wald aber auch mal ein Ende finden. Aber ich habe das Gefühl, wir sind sehr nah am Ende. Ich erledige trotzdem nochmal alle Gegner, denn sie lassen mir gutes Geld fallen. Und ich möchte Herzen haben. Also, beziehungsweise ich möchte überhaupt mal Herzen haben. Hallo, schenkt mir Herzen. Herzen? Das sind keine Herzen. Hm. Och, Manu. Ah, ein Speichertyp. Füllst du meine Lebensenergie wieder auf, wenn ich speichere? Nö, schade. Na gut. Aber ich meine, das ist eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Das passt schon. Da liegt ein Kopf im Hintergrund. Interessant. Wer ist da draußen? Der Lieferdienst. Wenn du nicht meine leckere Mahlzeit hast, dann verschwinde. Hm, schade, kommen wir nicht rein. Aber das sieht halt schon so aus wie ein Dungeon noch aus dem ersten Teil. Und da wissen wir schon, was uns da drin erwarten wird, vermutlich. Na toll, den können wir auch noch nicht kaputt machen. Es ist so schade, so viele Dinge. Und ich wollte eigentlich erstmal nach... Moment, das möchte ich mal eben auf der Karte nachschauen. Okay, da kommen wir sowieso nicht nach rechts oder links. Was ist eigentlich damit jetzt? Es ist ein Hündchen. Es ist so süß. Es lässt dein Herz singen. Oh. Naja, ich muss gestehen, ich bin eigentlich mehr so der Katzenmensch. Aber das ist ja vollkommen egal. Hunde sind auch in Ordnung. Ist jetzt nicht so, als würde ich sie hassen. Aber ich würde mir vermutlich niemals irgendwie selber einen Hund zulegen. Oh Gott, ja. Erinnert ihr euch noch an die? An diese blöden Mistviecher? Die sind mir in Shantae 1 ja mal sowas auf die Nerven gegangen. Und sie gehen mir heute immer noch auf die Nerven, wenn ich das Spiel spiele. Einfach, weil sie diese zielsuchenden Schüsse hatten. Oh, waren das nervige Viecher. Die waren auf dem Weg zu Oasis Town. So, was haben wir denn hier neben diesem Häuschen? Hallo, na, wer bist du denn? Hallo, Miss. Es tut mir sehr, sehr leid, aber die heutigen Bestellungen sind schon alle ausgebucht. Mein Traum war es schon immer, ein Meisterkoch zu werden, der einfach durch die Welt reist mit meinem Hündchen Wobble Bell. Aber es scheint, er ist weggelaufen und ohne dass er mich inspirieren kann, ist mein Traum einfach ruiniert. Wenn du ihn findest, dann sag ihm bitte, dass ich ihn vermisse. Oh, Wobble Bell, ich vermisse mein Hündchen so sehr. Tja, was für ein Zufall. Wir haben hier so ein Hündchen. Ist das zufällig deins? Kann es sein? Ist das mein Wobble Bell? Oh, bitte, kann ich mein wertvolles Hündchen zurückhaben? Nein. Ach, du bist richtig. Es ist vermutlich nicht mein Hündchen. Oh, dafür gibt es sogar ein Achievement. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ob das mit in der Aufnahme drin ist. Aber ich habe gerade das Achievement bekommen. Heart of Stone. Also ein Herz aus Stein. Wie cool. Ah, oh, Wobble Bell. Wenn ich einfach nur wüsste, wo er hingelaufen ist. Er hat sich vermutlich einfach gefühlt, dass ich ihn als gegeben hingenommen habe. Und hat mich verlassen, um einen anderen Koch zu finden. Um ihn zu inspirieren. Und jetzt machen sie wundervolle Mahlzeiten zusammen und bereisen die Welt. Ja, und lass uns ehrlich sein, ich habe ihn einfach für gegeben genommen. Ich habe ihn sogar selten gefüttert. Und wenn er irgendwie Aufmerksamkeit wollte, dann habe ich ihn einfach zur Seite geschoben und mich auf meine Kochkünste konzentriert. Aber jetzt ist er weitergezogen und mein Schicksal ist versiegelt. Sicher, ich koche und als erstes aus Gewohnheit, aber irgendwann werde ich eine herzlose Maschine werden. Den ersten Mann heiraten, der Interesse in mich zeigt und ich koche und ich werde kochen und ich werde kochen. Menschen werden Meilen anreisen, um meine Rezepte auszuprobieren. Ich werde berühmt sein und die Welt nein, verdammt. Der Flow ist raus. Wenn da überhaupt ein Flow drin war. Aber egal. Die Welt wird reliant on mein Food. Ja, Übersetzung. Gehirn, bitte hilf mir mal kurz.
ich befehle die ganze Zeit nur verlassen ein. Also die Welt wird sich auf mein Essen verlassen, aber das ist in dem Zusammenhang das falsche Wort. Angewiesen, genau. Die Welt wird angewiesen sein auf mein Essen. Dann werden Wobblebell und ich uns irgendwann zufällig mal treffen und es wird sehr awkward sein, also sehr seltsam, unangenehm. Ich werde meine Gefühle Gefühle vergraben, bis ich irgendwann zerbreche. Und das wird es dann sein. Ich werde das Kochen aufgeben und die Welt wird nichts mehr zu essen haben und jedes lebende Wesen wird sterben und wird verhungern und aussterben. Das Land wird kalt werden und das Leben, so wie wir es kennen, wird aufhören. Oh, Wobblebell, bitte komm zu mir zurück. Cool, ich wusste gar nicht, dass es diesen ewig langen Dialog da gibt, wenn wir uns weigern, Wobblebell zurückzugeben. Sehr cool. Vor allem, für wie wichtig hält sich dieses Mädchen bitte, dass sie denkt, dass wenn wir ihr das Hündchen nicht zurückgeben, die gesamte Welt sterben wird. Oh Mann. Na gut. Dann geben wir ihr Hündchen mal zurück. Wobblebell, du bist zurück. Dich wiederzusehen füllt mich mit Vigor, mit Stärke, mit Energie. Ach Miss, wie kann ich dir jeweils danken? Ah, ich weiß es. Wir werden feiern, indem ich eins meiner neuesten Rezepte ausprobiere. Trete zurück und sieh mir zu, wie ich brutzel. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh weia. Ja, die Musik klingt nach Chaos. Voila. So kochen wir eine leckere Mahlzeit, indem wir nur natürliche Zutaten benutzen. Jetzt, da Wobblebell zurück ist, zurück zu Hause in Sicherheit, wird mein Traum, ein berühmter Koch zu werden, endlich wahr werden. Nicht wahr, Wobblebell? Ja, wir haben eine leckere Mahlzeit bekommen. Sehr schön, sehr, sehr schön. Sagst du noch irgendwas? Der Geruch von... Ach Gott, was ist denn Kitchen Spatter? Ich habe keine Ahnung. Renn nicht wieder weg, Wobblebell. Komm her, Junge. Ja. Tja, was für ein Zufall, dass wir gerade eben an dem ersten Dungeon vorbeigekommen sind und der Typ Hunger hatte und auf eine leckere Mahlzeit gewartet hat. Jetzt haben wir eine leckere Mahlzeit. Ist das nicht toll? Vielleicht kommen wir damit ja in den Dungeon rein. Und Spoiler, ja, wir werden damit in den Dungeon reinkommen. So, aber das werden wir beim nächsten Mal machen. Ich werde jetzt erstmal zu dem Speichertypen gehen, der vor dem Dungeon irgendwo stand. Und ein bisschen abspeichern und dann können wir das nämlich beim nächsten Mal in aller Ruhe in Angriff nehmen, ohne dass wir uns irgendwie hetzen müssen oder so. Genau, da will ich rein. So, der war doch direkt hier. Genau, hallo alter Mann. Ja, ich würde gerne speichern. Vielen Dank. Wunderbar. Ja, dann kann es ja beim nächsten Mal richtig losgehen, wenn wir hier in diesen Dungeon reingehen. Und ich hoffe, ihr seid schon gespannt, wie es da drin aussehen wird. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr drauf und ich finde es einfach großartig, dieses Spiel spielen zu können. Na gut, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal und bis dahin, macht's gut.